Wiesbaden Tennis Open. Wunderbar. Der TC Bierstadt trägt alljährlich in der ersten Maiwoche das mit $25.000 ausgestattete größte Tennisturnier im Rhein-Main-Gebiet aus. Ambitionierte Nachwuchsspielerinnen und bekannte Namen, die den Anschluss an die Weltspitze nicht verlieren möchten, zeigen ihr großes Können. Headcup-Spielerinnen wie Karina Wittold oder Laura Siegemund, inzwischen auf allen Grand-Slam-Turnieren zu Hause, haben schon bei den WTO aufgeschlagen. Spielerinnen aus über 20 Ländern nutzen dieses erste große deutsche Sandplatzturnier als Vorbereitung auf die Saison. Die WTO werden von der Stadt Wiesbaden unterstützt. Der hessische Innenminister Peter Beuth erweist sich dabei als interessierter und sachkundiger Zuschauer. To think it would be that hard, that difficult for you? First, I want to congratulate Laura. It will be a really hard match because we played a few weeks ago and it was really hard for me. So I didn't expect an easy match today. Sie gehören dazu als Kulisse, die Zuschauer und auch die Mitglieder des Tennisclub Bierstadt, die für eine Woche die Plätze zur Verfügung gestellt haben. Herzlichen Dank. Mein ganz großer Dank und ich glaube, ich spreche für alle Sponsoren an Rolf, an dich und dein unglaubliches Team. Denn bei diesen Bedingungen ist es effektiv schwierig, mit so viel Begeisterung und mit so einer Perfektion ein solch hohes Niveau auf der Anlage dann zu realisieren. Das Turnierdorf mit VIP-Lounge für Sponsoren und deren Gäste ist beliebter Treffpunkt zum Networken und Fachsimpeln. Die Players Night nutzen Sponsoren, Spielerinnen und alle Beteiligten dazu, sich beim Feinschmecker-Buffet kennenzulernen und neue Kontakte zu knüpfen. Doch, ich muss echt sagen, dass ich sehr zufrieden bin. Es ist ja gelaufen mit der Wiesbaden. Und ich glaube wirklich, dass es auch ein Vorteil war, in der Quali zu spielen. Weil man dann sagt, das hängt dann an einem Sponsor. Das ist natürlich falsch. Auch wenn ich dir immer danke dafür, Rolf, aber trotzdem. In Wirklichkeit sind wir ein Team von Sponsoren. Der eine gibt ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Das Turnier, das übrigens per Livestream im Internet verfolgt werden kann, hat keinen kommerziellen Hintergrund. Das gesamte, circa 20-köpfige Team arbeitet ehrenamtlich. Besuchen Sie unsere Homepage, Dreh- und Angelpunkt des Turniers im Internet und unsere Facebook-Seite. Auf beiden wird täglich berichtet. Ohne Finanzierung durch Sponsoren sind die WTO nicht durchführbar. Treten Sie in den exklusiven Kreis der Sponsoren ein und unterstützen Sie dieses hochklassige Sportevent. Wiesbaden Tennis Open. Wunderbar. Sprechen Sie uns an. Wir freuen uns über Ihr Interesse.